eigentlich starten wir jetzt, aber wir starten noch nicht wirklich. Ne? Aber wir beginnen dann dort am Marienplatz. Genau. Aber wir müssen vorher schnell was vorbereiten, liebe Zuschauer. Und da gehen wir zu Frau Michel in ihren Blumenladen. Peter? Hier auf der Steinstraße. Wir müssen noch sagen, wo wir sind. Ach so, Steinstraße. Richtig. Die Stadt heißt? Görlitz. Guter Gag. Also. Gottes Willen. 30 Sekunden hat mir Zeit gegeben. Jetzt meine Frage zum Altstadtfest. Wir würden gern, also wir rufen dann noch die Menschen auf, dass sie uns alte, kaputte Instrumente wie dieses vorbeibringen, möglichst Blechblasinstrumente, die wir dann bepflanzen können. Oder die Menschen bringen sie gleich bepflanzt zum Altstadtfest. Könnten Sie uns in der nächsten Zeit hier eine kleine Pflanze reinpflanzen? Und wir kommen in einer Viertelstunde wieder und dann würden wir die andere Überraschung noch einkaufen wollen, die es ja bei Ihnen gibt. Aber das gebe ich erst mal ab und dann kommen wir wieder. Vielen Dank. Irgendwas, vielleicht was Blaues. Peter, was Blaues? Was Schönes. Gold und Blau, das passt immer. Immer was Schönes. Was Schönes. Dann gibst du den schwarzen Peter immer weiter. Machen wir so. Danke. Mach ich. Viertelstunde sind wir wieder da. Viertelstunde, okay. Bis gleich. Bis gleich. Komm, Gerd, wir gehen. Sehen Sie mich noch? Ich kann Sie ganz gut sehen. Ein herzliches Willkommen hier auf dem Marienplatz. Und an meiner Seite steht Gerd Weise, Kulturservice Görlitz. Und große Feste werfen lange Schatten voraus, habe ich den Eindruck. Große Feste werfen lange Schatten voraus. Wir hoffen natürlich, dass es Schatten gibt, denn wo Schatten ist, ist auch Licht. Und wir hoffen natürlich auf Sonne. Auf Sonne. Auf Sonne. Also hier, heute scheint ja Sonne hier und wir stehen jetzt an der Stelle des Marienplatzes. Kommst du mal so ein bisschen an meine Seite, da könnte man das, es könnte ja hinter uns sein, weil da ist die Jugend immer da und die brüllt immer ganz laut, weil es hoch und runter geht, stimmt's? Ja, hier ist unsere familienfreundliche Kirmes. Mit dem Lausitzer Schaustellerverband verwandeln wir, wie so einen ganz so einen zarten Rummel machen wir hier und der ist sehr beliebt. Musikfahrgeschäfte und der Turm, der immer hoch und runter geht. Aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, wir treffen uns ja auch hier, weil hier Blumen sind. Blumen. Blumen, jawohl. Wir wollen das diesjährige Altstadtfest ein wenig unter dem Stichpunkt Blume machen. Duftet sogar. Natürlich ist es auch eine kleine Hommage an unser Grünflächenamt, die unsere Plätze so schön gestalten und dann anpflanzen. Und ich glaube, über die Grenzen hinaus ist das bekannt, dass wir wie so eine kleine Landesgartenschau immer hier haben. Und da wollen wir uns beim Altstadtfest anschließen. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders hier. Das ist schon die neue Bepflanzung. Die wird zum Altstadtfest da sein, nur noch prächtiger in der Blütenpracht. Und ganz im Hintergrund, das wird jetzt vielleicht verschwommen sein, da stehen ja noch Palmen. Zu denen sage ich dann was. Wir gehen schon an die Palme. Genau. Ja. So. Ist der Brunnen auch immer an beim Altstadtfest? Der war die letzten 2-3 Jahre aus, aber wir werden dieses Jahr wieder anmachen und werden gucken, was passiert. Okay. Der sieht ja schön aus. Das ist ja ein unterirdischer Fluss. Also ich kann mich hier entsinnen, zu Friedenszeiten, sage ich immer, war hier ein großer, auch so ein Brunnen und da war immer zu Weihnachtszeit diese Krippe drumherum. Weißt du das auch noch? Nee, ich war zu Ostzeiten nicht in Görlitz. So, also, du hast was erzählt von den Palmen. Wir sind jetzt an den Palmen angekommen. Was hat es damit auf sich? Ja, das sind ja wunderschöne Palmen. Sehr, sehr alt. Sehr, sehr alt. Und die nutzen wir, die kommen vom Marienplatz, werden die zum Obermarkt gefahren und die stehen dann quasi an der Bühne und in den Biergärten, im Biergarten. Und dieses Jahr haben wir 2 Palmen gekauft. Die sind 20 Jahre alt, kommen aus Italien, sind bereits in Görlitz, sind schon umgetopft, waren teuer, aber wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr 2 weitere Palmen präsentieren können. Die sind bei weitem nicht so groß, aber sie waren trotzdem sehr kostspielig. Das sind ja fast Millionenwerte hier. Ja. Die neuen Palmen haben so einen Topf und sind aber schon also mindestens so groß. Und wo stehen die denn? Das verrate ich noch nicht, das muss gefunden werden. Aber natürlich wird es eine Art Palmhain geben. Wenn ich es noch recht im Blick habe, würde hier beim Altstadtfest so ein großer Grill stehen mit Würst und Bulette und allen schönen Sachen? Ja, man kann nicht drauf verzichten.
Menschen kommen, viele, viele Menschen kommen und wir müssen sie logistisch versorgen mit Essen und Trinken. Und hier wird die Achterbahn bzw. die Berg- und Talbahn wieder stehen. Genau. Das ist alles so eingepasst, millimetergenau. Das ist also jahrelang berechnet worden. Irre. Und jetzt gehen wir an die Stelle, wo du den PIN kaufen kannst, ja? Ja, zum Beispiel. Eine der Verkaufsstellen. PIN, liebe Zuschauer. PIN ist ganz wichtig, genau. Weil den PIN... Das Thema ist dieses Jahr, verschenken Sie ein ganzes Fest. Dazu mehr. Gerd, wir stehen jetzt hier an der Stelle, wo eventuell ein Häuschen stehen wird. Und ich sage jetzt mal, der Besucher unserer wunderschönen Stadt, auch der in der Stadt wohnt, kommt jetzt hierher und sagt, das ist ein bombastisch, tolles, prima organisiertes Fest. Wie kann ich jetzt meinen Beitrag dafür leisten, dass es nächstes Jahr auch wieder stattfindet? Eine perfekte Anfangsfrage. Sehr gut. Also eine wunderschöne Frage. Man kommt an und fragt, welchen Beitrag kann ich leisten? Und da steht hier, liebe Zuschauer, jetzt hier vor mir quasi, wo Sie sitzen, eine Hütte. Die ist schön dekoriert. Auch hier werden Sie Blumen finden. Und da kann man 5 Euro für einen PIN ausgeben. Und in den 5 Euro steckt alles drin. Alles, was Sie sich vorstellen können. Wir haben die Sponsoren. Die bezahlen viel Geld. Wir haben die Händler, die Gastronomen und die Wirte. Die bezahlen Geld. Und die andere Säule, das sind Sie. Das ist der PIN. Und wenn alle ihren Beitrag leisten, ist das Fest finanziert. Und wir müssen noch ganz viel Bier trinken beim Fest. Ja, natürlich müssen wir nicht ganz, ganz viel Bier trinken, sondern wir können gepflegt Bier trinken. Man soll immer gepflegt alles machen. In Maßen. Nicht zu viel. Aber auch nicht zu sparsam sein. Bisschen Geld mitnehmen, 5 Euro für den PIN, 5 Euro für das Bier, 5 Euro für die Wurst. Ist ja auch, weil und ich, so weiter und so fort. Weil ich genau weiß, wenn ich hier den PIN gekauft habe, dann wird da ein Landskron-Wagen stehen, der Bier verkauft. Ja, wir sind natürlich dankbar, dass die Brauerei uns so kräftig unterstützt. Und dieses Bier ist gut. Es ist einmalig in Deutschland mit dem traditionellen offenen Brauverfahren. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass wir hier ein sehr, sehr gutes Bier servieren werden. Da wird es auch noch wieder, aber guck mal, später dazu, das spezielle, tolle, prima, extra, außergewöhnliche, unheimliche, mit Hand gemachte, wo ganz viele mitgemacht haben, Bier geben. Richtig. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns dazu auf dem Untermarkt. Genau. Jetzt geht's zum weiter. Vorverkauf. Genau. Fahrer vom OB. Der Fahrer vom OB. Oh. Wenn man hier alles trifft. Wenn man hier trifft, auf der Steinstraße. Ist ja schon fast wie Altstadtfest, weil Altstadtfest kommen sie ja auch alle her, um alle zu treffen. Ne? Genau. Das erledigen wir alles vorher. Aber hier kann man schon mal, das ist ja niedlich, kann die Kamera mal kurz drüben den kleinen Stuhl einfangen? Komm, wir gehen mal zu dem kleinen Stuhl rüber mit den Blümchen. Da wird es ja sicherlich auch ein Bier dazu geben später. Das ne? ist eben hier Antikhaus Leonard, ja, die haben auch Feingefühl. Da kann man auch übrigens im Garten, da kann man auch im Garten hinten schön Kaffee kuchen, oder? Wunderbar. Aber das ist ja so was niedlich Kleines Wunderschön. Deswegen, durch Zufall können wir uns ja hier treffen. Und zum Altstadtfest werden wir hier große, also das sind solche großen Apfelkisten vom Stadtgut. Die haben wir geschenkt bekommen. Die sind 75 cm hoch, 1,20 m lang und 80 cm breit. Die sind bepflanzt von der Gärtnerei Wagner. Und hier werden dann große Pflanzen stehen. Wie viel können wir heute noch nicht verraten. Okay. Aber 10 Kisten haben wir angefangen zu bepflanzen. Die wachsen schön. Und wir werden sehen, wie wir dann hier alles platzieren. Jetzt gehen wir zu Frau Michel. Zu Frau Michel im Blumenladen. Und machen Vorverkauf. Man kann auch zur Comenius Buchhandlung gehen. Vielleicht machen wir das dann auch. Wir werden sehen. Erstmal zu Frau Michel. Gehen wir erst daran und daran? Oder? Da. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Hier rein. Oh. Bitteschön. Jetzt kommt, seid ihr im Fernsehen. Jetzt komme ich ins Fernsehen. Edge. So, also. Hallo Frau Michel. Was haben wir denn Schönes gemacht hier? Wir haben ja doch im Vorfeld was bestellt, oder? Ja, genau. Aber jetzt sind wir die falsche Reihenfolge gegangen. Das ist nicht schlimm. Wir wollten noch Pins kaufen gehen. Also müssen wir jetzt was machen? Wir sagen nochmal Hallo Frau Michel sagen. Und dann also, wir machen das nochmal. Genau. Pass auf, der Kameramann bleibt hier und wir machen das nochmal. Moment. Wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir bei Frau Michel. Ein wunderbares Blumengeschäft. Was machen wir Wunderbar. Hier? Jetzt kaufen wir einen Blumenstrauß für die Chefin. Für welche Chefin? Für irgendeine Chefin. Für eine Chefin. Eine?
Ja, ich, ja. Für deine Chefin. Dann holen wir jetzt was für die Chefin. Wir bräuchten einen Blumenstrauß für die Chefin, also was Gediegenes, bisschen flippig. Was Schönes. Was Schönes. Und mit, diesmal mit PIN. Mit PIN. Mit PIN. Mit Gelb, mit Rot, mit Grün, Blumen. Mit Blau. Und 5 Euro PIN. Okay. Wunderbar. Machen wir so? Machen wir so. Da danke ich. Sollen es Rosen sein oder? Was Schönes. Was Schönes. Kann ein gemischter Strauß sein. Was Schönes. Was Schönes. Okay. Ich würde Ihnen vielleicht eine Gerbera empfehlen. Da hinten, die leuchten sehr schön. Und wenn Sie sagen, dass das schön ist, was sagst du, was Schönes? Ne? Ich finde ja Sonnenblumen. Sonnenblumen gehen auch, ja. Wollen wir ein paar Sonnenblumen nehmen? Machen wir. Fest, das kann ich schon verraten, gibt es auch Sonnenblumen. Also nehmen wir was Schönes, in dem Fall Sonnenblumen. Sonnenblumen, okay. Okay. Und da bindet man dann eine wunderbare Geschenkbox dran. Mhm. Also das macht alles Frau Michel. Aha. Eine Geschenkbox, da ist ein PIN drin. Und die Kampagne oder das diesjährige Thema neben den Blumen heißt, verschenken Sie ein ganzes Fest. Denn in dieser kleinen Geschenkbox, wo der PIN ist... Guck mal, ist das nie süß? Da ist eine Hummel drin. Guck mal da ist eine Hummel in der Sonnenblume. Das ist ja cool. Das sind viele Grüße von Benedikt. Siehste? Insider. Insiderwissen. Der macht gerade einen Tippelmarkt. Das ist der kommt uns beobachten. Nee, der freut sich mit uns. Ganz schön, ne? Die Hummel. Sieht das nicht? Das sieht so schön. Wie ich gesagt habe, schön soll es sein. Schön. Ne? No? Ich mach los. Okay. Oh, jetzt falle ich hier auch noch. Ganz furchtbar. Nicht für die eigene Frau, ne? Nein. Muss ja ein bisschen Distanz auch sein. Mhm. Ja. 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 Okay. Ja. Also, zeig mal. Das ist die erfolgreichste Postkarte des Altstadtfestes. Wie viel habt ihr davon drucken lassen? Ungefähr 10.000. Und wie viel sind weg? Das weiß ich noch nicht. Aber sind die letzten jetzt hier? Ja, das sind die letzten. Okay, also liebe Leute. Die kann man kostenlos mitnehmen in den Vorverkaufsstellen, aber auch bei der Sparkasse liegen sie. Und dann lädt man einfach Menschen ein. Und schöner kann man eigentlich so einen persönlichen Gruß und natürlich eine kleine Werbung für unsere schöne Stadt. Mhm. Besser geht's nicht. Altstadtfest Görlitz. Blumengrüße aus Görlitz. Wir sehen uns zum Fest. Schön. Oder? Ja. Da wird es gleich ein bisschen romantisch hier. Das wird gleich ein bisschen schön, ne? Und dann auf dem Obermarkt haben wir dann große Bühne oder und Riesenrad und sowas alles. Also liebe Zuschauer, können Sie sich noch entsinnen? Das ist schon so lange her, ne? Ja, wir werden das Riesenrad haben. Aber wir planen jetzt schon Veränderungen für 2018. 2018 wird der Obermarkt schon etwas größer verändert. Und dieses Jahr gibt es kleine Veränderungen. Unter anderem wird uns aus unserer großen Bühne, die so ein großer Kasten war und sehr, sehr dominant, ne? Die werden wir ein bisschen stutzen, die Ecken ein bisschen abschlagen, rund schleifen. Und dann werden wir eine Halbrundbühne schaffen mit weißem Dach, die etwas kleiner ist, ne? Und wo man näher heran kann, dann wird so ein Biergarten sein und wir werden uns in Richtung, ihr wisst schon Bescheid, du fragst ja, als ob du nichts wüsstest, aber wir werden eine Art kleinen Fernsehgarten versuchen zu inszenieren, dieses Jahr noch nicht in Gänze, sondern erstmal die Vorbereitung und nächstes Jahr wird der Obermarkt sehr stark verändert werden, wo dann... Da muss ich dir jetzt mal ins Wort fallen, ja. Weil nämlich, liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie es bei uns im Programm auch schon gesehen und eventuell in dieser chronischen großen Zeitung mit den 4 Buchstaben gelesen. Ihr könnt alles sagen, ihr dürft bloß Fernsehgarten, das ist nämlich geschützt. Ist nicht wahr? Ja. Wie sage ich das jetzt? Gartenlaube, Mulchbett oder sowas, weil Fernsehgarten, du kannst... Ja, dann drehen wir jetzt zurück. Denn 2018 planen wir mit euch, du weißt Bescheid, einen Platz mit Kameras und wunderbarer Bestuhlung und dann kommen Künstler und Moderatoren und man spricht miteinander, man hört Musik, es unterhalten sich Menschen, es werden Geschichten erzählt, es werden Politiker vorbeischauen und man sitzt gemütlich in der Runde, kann ein bisschen besprechen, ein bisschen diskutieren
Und es ist eine wunderbare Gartenatmosphäre. So ähnlich wie im Fernsehgarten. So ähnlich wie im Fernsehgarten. Schön. So ähnlich. Fernsehgarten ähnlich. Ja. Zusammengeschrieben ist nicht also geschützt, oder? Fernsehgarten ähnliche Zusammenkunft. Oder darf Fernsehgarten nicht zusammengeschrieben werden? Denn ich habe ein Fernsehen im Garten. Fernsehen im Garten. Was? Ja, genau. Abgekürzt Fernsehgarten. Was bringst du in Verbindung mit dem Wort Fernsehgarten? Auf keinen Fall den ZDF-Fernsehgarten, oder? Also mir fällt da ein, Gartenlaube, Grillen, Spaß haben im Garten, baden gehen, Swimmingpool. Mir fällt dazu Altstadtfest ein. Zum Beispiel. Wunderbar große Überdachungen, elegante Halbrundbühne, kleine Plateaus, die höher und niedriger sind. Menschen sitzen da. Wind weht, Blumen sind da, Musik läuft, alles Live-Musik, der Moderator spricht. Es kommen Gäste aus nah und fern, Gäste, die man kennt, Gäste, die vielleicht auch populär sind, aber auch Gäste aus Görlitz, die wir aus unserem Stadtleben kennen und die wir schon mal fragen wollten, was sie so machen. Alte Freunde, bekannte Freunde, Freunde, die man gar nicht treffen will. Auch das passiert in der Öffentlichkeit. Das sieht man ja gerade bei uns beiden. Okay. Frau Mittel, wie weit sind wir denn mit dem Sträußchen? Oh, sieht's nicht schön aus. Ja, na das ist eben unsere diesjährige Idee. Dass man ein ganzes Fest verschenkt. Vielleicht hat, Frau Mittel, haben Sie für mich mal einen Pin in Weiß, dass man mal reingucken kann? Ja. Wir nehmen das auf jeden Fall so mit. Wir haben jetzt den Pin. So. Wir haben jetzt diese wunderbare elegante. Und das ist der Pin, der kostet mich, wenn ich jetzt komme, kostet mich der wie viel? Der kostet 5 Euro. Also im Vorverkauf gibt es diese wunderbare Geschenkbox dazu. Verschenken Sie ein ganzes Fest. Wir stellen uns das so vor, dass man einfach einen Blumenstrauß kauft, so wie du jetzt für die Chefin sagst. Chefin, vielen Dank, dass ich bei dir arbeiten darf. Hier, Blumenstrauß und dazu gibt es einen Pin geschenkt. Weil man ja immer etwas noch was dazu machen möchte. Oder man schenkt der Oma einen Blumenstrauß. Sagt man, Oma, weißt du was? Ich habe dir dieses Jahr ein ganzes Fest mitgeschenkt. Nicht nur ein Blumenstrauß, sondern ein ganzes Fest. Denn in dieser Geschenkbox ist der diesjährige Pin drin. Ich finde die Idee. Ich finde die Idee. In diesem Pin steckt ja alles. Wir hatten es vielleicht schon, aber wir können es ja noch mal sagen. In diesem Pin steckt alles. Da steckt die gesamte Logistik. So viele Menschen arbeiten hier, räumen Sachen in die Stadt, räumen Sachen aus der Stadt. Es werden Bühnen aufgebaut. Auf den Bühnen stehen Künstler, die spielen. Die haben genauso alle Familie, die haben Häuser, die haben Autos, die haben Fahrtwege. Ne? Alles muss bezahlt werden. Die ganze Logistik, die aufgebaut wird, aber auch die Sauberkeit. Mhm. Abends ganz heimlich kommen Menschen durch und machen sauber, frühmorgens gleich nochmal. Mülltonnen werden rausgeschafft. Dann Sicherheit, dass nichts passiert. Mhm. Ne? Alles im Hintergrund wird organisiert. Das steckt alles in diesem kleinen Pin. Auch das Feuerwerk. Ne? Das ist immer schön, ne? Ist irre. Also Art Contour, das ist ja ein Meister. Ne, dieser Kunst. Ein also inszeniertes, schön, abgestimmtes ja. Feuerwerk. Alles steckt hier drin. Quaster von den Pudis. Auch ein Stück Quaster von den Pudis steckt hier drin. Ich sehe ihn, ich kann ihn ja, sehen. Ja, kannst du sehen, aus dem Fenster. Ne? Hier ist er. Aber es ist schon Wahnsinn. Und alles, auch ihr seid hier drin, ich bin hier drin. Zack, stecken wir hier rein. Und für 5 Euro hat man quasi ein ganzes Fest. Das ist eigentlich gar kein Geld, ne? 5 Euro, da geht man so viel. Oder so aus. Da gehst du in Bockwurst essen oder 2, da ist auch weg. Genau, und wenn sich alle ein bisschen dran beteiligen, dann können wir ja vor allen Dingen auch in den Künstlern größer werden oder wir werden noch mehr Blumen. Ich weiß, wo man das Geld herkriegt. Hast du mal eine alte Postkarte gesehen? Früher wurden ja der Obermarkt behangen, als der Kaiser, glaube ich, da war. Als der Kaiser da war. Da gab es Girlanden an den ganzen Häusern. So stelle ich mir eine geschmückte Stadt vor, wenn wir uns selbst begrüßen als Görlitzer, das Umland und die ganzen Touristen. Ich habe jetzt eine ganz tolle Idee. Guck mal, heute ist es ein ganz kleines bisschen kühler. Also heute wird die Sonne nicht so doll scheinen wie sonst auch. Also normalerweise würden die Leute ja jetzt an die Eisbude gehen und sich Eis kaufen. Eine Kugel Eis kostet in diesem Jahr 1 Euro. Das heißt, wenn Sie diesen am heutigen und am gestrigen Tag 5 Kugeln Eis essen würden, würden Sie 5 Euro ausgeben. Und da Sie das nicht machen, haben Sie nämlich jetzt das Geld für den Pin gespart. Und deswegen können Sie sich den Pin kaufen. Ne? Das ist ein Schlauer. Wir waren ja vorher schon hier gewesen und haben so eine alte, was ist das, Trompete, Tuba, Posaune abgegeben. Posaune. Eine Posaune. Also wir posaunen heute etwas heraus. Eine sehr kaputte Posaune. Und was haben wir damit gemacht?
Ja, wir haben ja dieses Jahr wollen sehr, sehr viel Blumen verteilen und wir suchen noch alte Instrumente. Alte Instrumente wie diese. Frau Michel, darf ich Sie mal bitten, kurz das zu halten? Alte Instrumente wie diese, die sind nicht mehr zu reparieren. Da fehlt das alles, was hier zum Ziehen ist. Da gibt es noch mehr, da gibt es noch ein Mundstück, aber hier gibt es auch noch etwas. Es ist alles kaputt, aber es hat immer noch den Charme eines Instrumentes und eines witzigen Blumentopfes. Und wir suchen solche Dinge, können auch Tuba sein, ne? Das sind die größeren, oder Trompeten, die sind ein bisschen kleiner. Aber diese Art von Instrumenten, Blechblasinstrumente, suchen wir entweder ohne Blumen oder sie sind so, dass sie schon welche reinpflanzen und dann hängen wir die an die Bühnen dran oder wir werden es im Biergarten mit drapieren oder an die, ne, an Stellen positionieren, wo die Menschen vorbeikommen und sich freuen. Ist ein bisschen witzig, nett und sieht anders aus als sonst. Oder? Und wer das im Vorfeld, das sieht richtig schön aus, ne? Und wer das im Vorfeld nicht abgeben will, der kann das ja am Altstadtfest selber bepflanzt mitbringen und einfach bei euch mit abgeben oder dann irgendwo an die Bühne mithängen, oder? Nee, an die Bühnen dürfen nicht alle ran, das müssen wir verhindern, aber sie können zum Altstadtfest das mitbringen und eventuell, also entweder am Organisationsbüro bei uns abgeben, bei der Brüderstraße, oder sie kommen zum Fischmarkt. Da gibt es auch sozusagen kleine Pflanzkübel und da stellen wir das einfach mit hin. Merken Sie einfach das Gesicht, suchen Sie ihn und sagen Sie ihn, Herr Gerd Weise, ich habe da was Schönes für Sie, wir gehen das jetzt irgendwo hinstellen. Ach, herrlich, genau so. Und am Freitag wird man uns zwei Deppen auch am Altstadtfest rumlaufen sehen und da geht das einfach uns abpassen und dann helfen wir. Genau, wenn alles gut läuft und wir völlig entspannt sind, was wir hoffen, dann gehen wir beide übers Fest und werden dann eine ähnliche Strecke laufen, nur ist dann alles aufgebaut. Wie heute. Ja, heute ist so. In der Vorstellung. So, und die gute Blumenfrau, Blumenfee, hat das jetzt bepflanzt und gemacht. Wie schwierig ist es, sowas zu bepflanzen? Ja, also in dem Fall war es ein bisschen eng für die Pflanze selbst. Ich habe sie sehr zusammengedrückt. Die Tuba wäre natürlich das beste Instrument. Ja. Ansonsten, ja, einen Blumentopf drangehangen oder einen Strauß reingesteckt für den Tag wäre natürlich auch möglich. Sieht schick aus. Das ist süß, das ist niedlich. Gut. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Wir gehen weiter. Ja, zum Obermarkt. Zum Obermarkt. Was hat die Comenius-Buchhandlung für eine Aufgabe? Die hat die gleiche Aufgabe, nur nicht mit Blumen, sondern man kauft ja oft Bücher. Die darf man auch hier verpacken lassen. Und da macht man auch einen Pin dran in der Geschenkbox. Und dann verschenkt man ein Buch mit Pin. Gut, jetzt gehen wir Richtung... Verschenken Sie ein ganzes Fest. Richtung Obermarkt. Jetzt lassen wir die nette Dame noch vorbei. Genau. Und auf dem Obermarkt haben wir auch wieder Vorverkaufsstellen, zum Beispiel Frau Kraunes oben. Ja, ja, ja. Oder auf dem Marienplatz zum Fass. Ne? Okay. Geschenke, Lotto, Tottoland. Viele Dinge. Immer, wo man was verpacken kann, hängt man so eine Geschenkbox mit Pin dran und verschenkt ein ganzes Fest. Schön. Das ist jetzt der Platz, alt wie ein Baum möchte ich werden, wo Quaster auftritt. Genau, genau. Hier ist ja bekanntlich die Bühne. Dieses Jahr wird es eine Halbrundbühne werden, etwas eleganter. Und hier wird Quaster, Pudis, von den Pudis, also die Pudis kommen quasi mit Quaster hier vorbei. Und er wird viele Pudis-Songs spielen, aber er hat auch seine eigene Platte. Mit dabei, wunderbare Musiker, auch von den Pudis, auch von Rockhaus. Und ich glaube, das wird eine wunderbare Show. Am Sonntagnachmittag wird erstmal ein bisschen geplauscht. Es werden große Bilder auf einer großen Leinwand gezeigt. Fernsehgarten. Schön. Was denn, wenn wir hier so schön plauschen, kommt sie dran auf die Sonne. Ja? Genau, genau. Schön? Und da wird er aus 40 Jahren Bandgeschichte und ein Stück weit auch ein bisschen was aus dem Privaten erzählen. Natürlich kommt seine Tochter mit. Mhm. Und er wird. Ach, ja. Wir reden über das Altstadtfest und die Sonne geht raus. Ja, ich hoffe doch. Das ist das wieder mit den Schatten. Ja? Lange Schatten. Lange machen Schatten? Wir machen kurze Schatten. Nee, ganz lang. Der ist dort hinten, meiner. Ja, wir können sagen, wir haben es ungefähr gegen um 12, wa? Na, so ungefähr. Ja. Wir sind quasi wie so eine Art Sonnenohr. Das ist auch geschützt. Ja, wir sind hier die.
Das ist Nonplusultra. Nee, das sind wir nicht. Aber wir sind im, quasi im fast im Garten und so. Du bist das Fernsehen. Und jetzt der Quaster am Nachmittag mit seiner Tochter und eben Geschichten aus seinem Leben, aus dem Bandleben. Jetzt kann man auch mal ein bisschen befreiter reden. Ne? Die Geschichte Pudis ist erstmal so. Ne? Sie kommen bestimmt nochmal. Aber wir werden sehen. Und dann am Abend gibt es ein richtiges Rockkonzert vor dem großen Abschlussfeuerwerk mit Pudi Quaster und Band und Freunden. Das wird schön. Wird Bimbo dabei sein am Bass? Also ist ja fast die halbe Pudis da. Ich will es nicht weiter kommentieren, aber vielleicht hast du recht. Vielleicht haben wir ja recht, liebe Zuschauer. Sie sollten auf alle Fälle vorbeikommen. Vielleicht ist ja auch noch jemand da. Ja, lass uns mal überraschen. Wir spielen immer Live-Musik. Ne? Kommen Sie vorbei, hören Sie das an. Jeder Ton, der hier gespielt wird, wird auch hier vor Ort produziert. Das ist ganz wichtig. Hier kommt kein Schlagersternchen auf die Bühne und eine CD wird abgespielt. Sondern hier wird alles produziert. Und wissen Sie, warum wir das machen? Na? Weil viele, viele Kinder einst und jetzt immer noch in der Musikschule üben, üben, üben. In ihren Zimmern üben, üben, üben. Wo andere vielleicht schon am See sitzen, ne? Und wir üben und üben und dann ist man in der Lage, ein Instrument zu spielen. Und wenn man das schafft und dann noch zusammenkommt, dann kann man eine Band, eine Kapelle oder ein Orchester bilden. Und das ist das, was letztendlich uns auch das Leben schön macht, die Musik. Und deswegen gibt es bei uns keine CD, die im Vorfeld produziert wird, sondern wir wollen immer Menschen da haben. Das kann auch semi-professionell sein, das können sozusagen Künstler auf Hobby- und Amateurniveau, aber eben auch große Popstars und Profis. Wir wollen zeigen, wie Musik gemacht wird. Und da sind wir uns doch einig, dass diese Stadt eine Musikstadt ist. Oder? Das stimmt, ja. Na also. Filmstadt, Musikstadt. Wir haben zwar Studios, wo wir auch Musik aufnehmen und CDs verkaufen und produzieren, aber auf dem Fest soll alles live gespielt werden, dass man das spürt. Mhm. Das ist schon mal schön. Ja. Also, liebe Schlagersternchen, wenn ihr hier auf der Bühne sein wollt, müsst ihr eure Texte bringen, alles auswendig lernen, da gibt es auch keinen Teleprompter. Und, und eine Band haben. Und eine Band haben. Ja, eine Kapelle dahinter. Und dann geht's los. Oder so ein Keyboard wenigstens. Nee, eine Kapelle. Wenn ein Schlagzeug gehört wird, braucht man ein Schlagzeug auf der Bühne. Okay. So, also. Keine Kompromisse. Also, wenn ich jetzt im Endeffekt in die Richtung schaue. Ja, ich sehe das Riesenrad. Ich sehe das Riesenrad. Ich sehe das wunderschöne Riesenrad. Das Riesenrad, die Schaukel davor? Guck mal, wie hoch das geht. Wie hoch? Kannst du über den Dächern kann man gucken? Siehst du es gerade? Das ist übrigens die einzige Chance, an drei Tagen mal Görlitz von oben zu sehen, hier an der Stelle. Na, das stimmt nicht ganz. Von der Höhe. So schön und an diesem Ort, das stimmt schon. An der Stelle? Ja. Nur an dem Tag möglich. Du hast doch ein Flugzeug, du kannst auch jeden Tag fliegen. Ich habe, wenn dann, einen Hubschrauber. Ach, Hubschrauber, Entschuldigung, Peter, ich hab's nicht gewusst. Ich dachte, du hast eine Boeing. Mit der kann ich ja hier, nee. So tief, nee. Ach so, darf man nicht. Nee. Also, liebe Zuschauer, Sie sollten genießen den Blick vom Riesenrad dort oben. Also, ich saß immer da und habe das Feuerwerk gefilmt von der Stelle aus. Genial, gigantisch. Und mal so abends, wenn es dämmert, einfach mal einen richtig schönen Blick vom Riesenrad über die Stadt zu werfen, ist schon schön, denke ich. Es ist Wahnsinn. Also, man fährt da hoch und man hat ja vielleicht 3, 4, 5 Runden. Und dann muss man nach links, rechts, vorne, hinten gucken. Es ist jeder Blick schön. Und dann kommt man wieder runter, ist man im Festbiet und dann steigt man wieder hoch über den Dächern der Stadt. Und man sieht erst, wie herrlich und wie groß auch unsere Stadt ist, aber gleichzeitig, wie kuschelig man sie umarmen kann. Das wollte ich gerade sagen. Das ist übrigens dort oben an der höchsten Stelle, sollte man an einem der drei Tage seiner Freundin auch mal einen richtigen Kuss geben, oder? Das können wir jetzt nicht fordern. Aber wir können auf jeden Fall sagen, macht Anträge. Und wer einen Antrag gemacht hat, der soll sich bei uns melden und dann lassen wir uns beide was einfallen. Okay. Ja? Ich möchte noch einen anderen Aussichtsturm. Der Rathausturm, der ist auch zum Altstadtfest geöffnet. Aber echt? Der ist schwieriger. Denn beim Riesenrad übernimmt es ja das Riesenrad, was sich nach oben hebt. Ne? Da musst du auch laufen. Beim Rathausturm musst du laufen. Ja. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Wir laufen in die Brüderstraße. Okay. Wie im Festgebiet entlang. Oder wir gehen über den Fischmarkt. Wir gehen über den Fischmarkt. Wir gehen über den Fischmarkt. Okay. Kann man in so einer Kutsche beim Altstadtfest auch fahren?
Die Kutschen sind zum Altstadtfest da, stehen nicht hier, sondern dort vorne am Klosterplatz. Und man darf natürlich durchs Fest fahren. Gerd, jetzt mal die Frage, was ist an diesem Bild, wo wir jetzt, was ist hier falsch? Es könnte zu Irritationen kommen, wenn man sich genau umschaut. Liebe Zuschauer, sagen Sie es. Das stimmt doch irgendwas nicht hier. Und was ist jetzt hier in der Richtung? Doch nicht. Also ich hab's gesehen. Ich hab's auch gesehen. Okay, wir gehen jetzt weiter Richtung... Wir fragen, aber nicht mit dem Fernsehen. Nein. Wir gehen jetzt Richtung Fischmarkt weiter, ja? Jawohl. Okay. Die Auflösung kommt. Die Auflösung kommt. Jetzt kommt die Auflösung. Und zwar ist das nämlich das Wasser für die Pferde. Ja, was fürs Auto ist Benzin ist? Bin ich zufrieden. In gewisser Weise hat er doch recht. Es stimmt doch alles. Es ist Benzin für die Pferde. Es ist der Treibstoff, nee, der Stoff für die Pferde. Der Stoff für die Pferde. Treibstoff für die Pferde. Sehr gut. Cool. Ja, die müssen, ja. Die müssen ja auch. Alle müssen. Mhm. Ja. Na gut, wir gehen weiter. Im August im Rahmen des Altstadtfestes vorgezogen das Volks- und Bürgerschießen, um die Stadtkönige und Gästekönige der Görlitzer Schützengilde und Stadt Görlitz. Natürlich, es gibt viel, viel zu gewinnen, kleine Preise, die von unseren Sponsoren gestellt werden und wir hoffen auf eine sehr gute Beteiligung. Tierpark Görlitz, guten Tag. Und wir sind natürlich wieder, wie jedes Jahr seit 5 Jahren, auf dem Altstadtfest dabei. Ne? Bringt ihr Blumen mit? Ja, Blumen, aber vor allen Dingen auch diejenigen, die die Blumen fressen, nämlich unsere Tiere. Ne? Sehr gut. Wie heißt es denn eigentlich richtig? Zum, auf oder am Altstadtfest? Also in den Zoo heißt es bei uns. Ja, in den Zoo. Aber ich komme zum Altstadtfest. Ich gehe zum Altstadtfest. Oder auf. Man geht zum Altstadtfest. Auf das Altstadtfest. Gut drauf. Das ist entscheidend beim Altstadtfest. Oh. Ne? Da bist du auch beim Pötlislam dabei? Nee, noch nicht. Noch nicht. Also gut. Wir danken unserem Tierpark, unserem Zoo und freuen uns, dass er wieder dabei ist, ne? Genau. Mit Kamel und Co. Mit Kamel und Co. in den Zoo. Genau, super. Weiter so, Jungs. Hey. Ab zum Fischmarkt. Fischmarkt. Also, überall in der Stadt könnte man meinen, dass alle sich vorbereiten aufs Altstadtfest. Überall stehen Blümchen, jeder hat die Stadt ein bisschen hübscher gemacht. Das freut uns. Weißt du, was ich mich erinnern muss? Hier gab es doch mal den Wettbewerb, dass man an den Fenstern Blumenkästen und man so ein... Wie war denn das? Erinnerst du dich? Vor ein paar Jahren gab es das. Nee, aber was ich mich erinnern kann, ist, dass es auch ganz, das ist ganz, 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 ganz lang zurück, dass es mal diese goldene Hausnummer gab in der Stadt. Naja, das sind so eine Sachen, wenn man die Hausgemeinschaft besonders schön gemacht hat und alles so, wie es jetzt zum Altstadtfest auch sein soll, es wird alles besonders schön und dann wurde man von der Stadt ausgezeichnet, dass man es besonders schön gemacht hat und da wurde dann eine sogenannte goldene Hausnummer verteilt. Ja. Ich habe davon gehört und gelesen. Aber das werden wir dieses Jahr nicht tun. Wir verteilen Blumen. Wir machen Blumen. Das ist auch was Schönes. Das ist ein Zeichen. Da kann jeder, das kann man nicht nachmachen. Ne? Das können wir Menschen nicht nachmachen. Das wächst. Einfach Natur und... Wie auch immer. Wie auch immer. Genau. Hier, guck mal. Hier ist es dran. Hier ist es dran. Wieder. Verschenken Sie doch mal ein ganzes Fest. Das ist bei Daniela Kaps, eine langjährige Mitstreiterin beim Altstadtfest. Sie verkauft immer Pins an ihre Kunden. Sehr schön. Wir winken mal rein. Hier ist schon gesperrt fürs Altstadtfest, siehst du? Hier ist schon abgesperrt. Das so viel zum Thema, große Sachen werfen ihre langen Schatten voraus. Ne? Hier ist es schon spät, wird schon abgeräumt. Hier wird schon gesperrt. Wasser liegt an. Das Altstadtfest geht los. Nee, hier fehlen die Blumen. Blumenfeld. Wir sind jetzt am Fischmarkt angekommen und es wird vielleicht schon vorbereitet. Nein, es wird noch gebaut, es wird noch schön gemacht. Was passiert hier? Am Fischmarkt, hier ist unsere Initiative.
Familiengarten, dass man, im Fest ist es ja wild oft und auch ein bisschen lauter und man kann sich unmittelbar am Fest auch mal rausziehen, über die Schwarze Straße oder über die Weberstraße oder hier über den Klosterplatz und hier ist eine wunderbare Oase. Hier ist eine kleine Heurutsche, hier ist ein Sandkasten, hier ist ein so Café aufgebaut, hier ist sanfte Musik und hier können Omas, Kinder oder Familien mit vielen Kindern kurz so runterfahren, dass man mal wieder Ruhe erfährt. Es gibt hier wunderbare belgische Waffeln. Ne? Das ist hier so ein kleiner Familiengarten. Pause machen? Pause machen, genau. Hier kann man mal runterfahren. Pause bin ich, gut. Und was man auch kann, man kann zum Beispiel, dass ein Partner mit den Kindern hier ist und der andere verschwindet kurz in den Trubel. Das ist doch eine gute Idee. Ja. Die Frau passt auf die Kinder auf und der Mann amüsiert sich mit seiner Freundin. Oder umgedreht. Oder die Oma passt auf die Kinder auf. Oder. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Und was noch zu sagen ist, auch hier, und diese Initiative ist dem Schöpferischen sehr, sehr verbunden. Sie haben auch so Kisten gebaut, alte Obstkisten, Apfelkisten, bepflanzt. Und dann werden hier quasi auf dem Fest stehen 10 große. Palmen und viele Menschen werden noch Blumen und dekorieren und hier werden so 10 kleinere Kisten stehen. Und hier sehen wir noch die Blumenkästen. Ja, die sind schon gepflanzt, die wachsen, die werden noch größer, die werden dichter und wachsen über die Kisten drüber hinweg. Und dann schmücken sie den Fischmarkt. Und das ist eben bürgerschaftliches Engagement. Wir haben quasi die Menschen, die Bürger, die etwas machen und bepflanzen, wir kümmern uns dann während der Urlaubszeit um Gießen. Und wir haben die Profis mit der Gärtnerei Wagner und unserem Grünflächenamt, die die großen Flächen machen. Es ist ein Zusammenspiel mit allen. Sehr schön. Freut uns. So, und jetzt muss ich dich nochmal fragen, es ist ja nur ein ganz kleines bisschen, wie lange wird das Fest eigentlich vorbereitet? Wie viel Zeit braucht das? Das ist der Klassiker. Vor dem Fest ist nach dem Fest und diesmal sogar noch weiter vorher. Wir machen jetzt schon 2018 im Team. Weil diese Veränderung eben noch mehr Zeit benötigt. In dieser Firma wird ständig gearbeitet, alle Themen werden umgewälzt und wir suchen immer nach neuen Ideen oder was kann man denn verändern, was wird den Menschen überraschen, worüber freuen sie sich, aber was ist uns auch wichtig, was die Stadt von sich zeigt. Ne? Man kann ja viel, viel grobe Dinge machen, aber diese Stadt ist nicht grob. Diese Stadt hat eine gewisse Zärtlichkeit, eine gewisse Souveränität, sie will wirken, ne? Die Menschen wollen auch in ihr wirken und so versuchen wir Wege zu finden, wie man das präsentiert und der Mensch sich wohlfühlt, dass er herkommt und sagt, Mensch, irgendwas war hier anders als sonst. Hier sind wir an dieser wunderbaren Musikschule. Ja. Ne? Ach, was soll man sagen, diese Stadt ist eine Musikstadt, die Stadt ist eine Kunst- und Kulturstadt. Also sage ich doch einfach mal ganz locker und salopp, dass ich hier eigentlich den idealen Platz gefunden habe, um, wenn ich mich mit jemandem treffe, den ich schon, sage ich jetzt mal, 5-6 Jahre nie gesehen habe, der jetzt mal nach Görlitz wiederkommt, um einfach mal gemütlich mit dem einen Kaffee zu trinken, auszutauschen, wie war dein Leben, was hast du erlebt, wie ist dies und das gelaufen? Ja, das kann man hier gut machen. Am Samstag und am Sonntag. Am Freitag wird hier noch vorbereitet, da ist es noch nicht geöffnet. Aber Samstag und Sonntag ist man hier quasi in so einem Punkt, wo man mal in Ruhe reden kann. Das ist genau das, in Ruhe mal reden. Keine Laute, da muss man ganz, ganz vernünftig, normal wie du und ich jetzt gerade eben mit einem Käffchen schlürfen. Genau. Und hier steht auch noch ein Pastor zur Verfügung, falls man einen seelischen Beistand braucht, wenn ihr im Gespräch... Genial. Ne? Genau. Schön. Ja, ja. Das ist auch ein herrlicher Platz. Ein schöner Platz, ja. Auf jeden Fall. Diese Stadt ist der Wahnsinn. Stimmt. Was unsere Vorväter, was unsere Vorfahren hier gebaut haben, aber was auch die Menschen jetzt mit ihrer Leistung alles wieder saniert haben. Und jetzt erfüllen wir es mit Leben, ne? Machen wir. Herrlich. Liebe Zuschauer, es gibt ein kräftiges Mittagessen zum Altstadtfest zu 20 Pfennig. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ganz so günstig wird es hier vor Ort nicht sein. Aber auf dem Fischmarkt gibt es schon Familienpreise. Das heißt, wenn man hier mit vielen Kindern ankommt, dann werden 4 Augen zugedrückt und zack geht's über den Tresen. Hier geht es nicht darum, dass man sozusagen sehr viel einnehmen muss, sondern hier geht es darum, dass alles bezahlt wird, was über den Tresen geht. Aber es gibt hier zum Beispiel Leute, die kommen allein. Und die zahlen einen doppelten oder dreifachen Preis. Und die Familien, die mit Kindern kommen, die zahlen einen kleinen Obolus. Das wird dann hier geregelt. Ui, was? Das ist denn auch gefangen. Das wird dann hier geregelt. Und das ist schon gut so. Der Ort ist gut. Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen.
Gerd, ich habe auch Hunger. Also ich kann mich... Knobbi-Stand? Knobbi-Stand. Ja. Wo ist der Knobbi-Stand? Hier ist der Knobbi-Stand, ja. Hier ist der Knobbi-Stand. Aber das leckerste Knobbi-Brot der Welt. Und da ist gleich daneben ist der Wildstand. Da, da gehst du rüber, ich bleibe hier. Nee, wir gehen beide rüber. Wir gehen beide rüber, okay. Wir packen das jetzt mal hier alles aus, was wir haben. Wir haben noch mitgebracht so ein schönes Plakat. Warte mal, wir legen das mal hier alles ab. So. So, das bedeutet doch jetzt, du die eine Seite, ich die andere Seite. Sehr gut. Mikrofon halten wir auch hier. Das gibt es nämlich noch nicht. Das gibt's. Sie sind die Ersten, Sie haben's, liebe Zuschauer. Das gibt's noch offiziell? Ist das, das ist noch gar nicht, guck mal, das ist noch geklebt. Das ist noch der, ist so eine Art Entwurf. Nee, das ist schon fertig, aber noch nicht produziert. Aha, was sehen wir denn alles drauf? Also er war es letztes Jahr auch schon drauf, das weiß ich. Immer. Das ist Jakob der Philosoph natürlich, so also angelehnt an Jakob Böhme. Ne, unseren Theosophen. Und der findet immer seinen Platz und wird zunehmend ausgefüllt. Und wir werden auch dieses Jahr wieder versuchen, ihn ein wenig dem Volk näher zu bringen, warum er so berühmt geworden ist. Was hat der Hund für eine Aufgabe? Was hat der Hund für eine Aufgabe? Der schnuppert einfach am Wald. Der Hund ist immer auf dem Plakat. Wir haben ja die Geschichten mit Hunde. Scht, piep, ne? Und da können Sie die Plakate der Vorjahre betrachten und es gibt immer eine Entwicklung beim Hund, die ich aber jetzt nicht verrate. Aber ich kann ein was verraten, dass die Plakate alle sichtbar werden. Dieses Jahr zum Altstadtfest, seit 2009 haben wir ja diese kleinen Wimmelbilder und da können Sie sehr, sehr, sehr viele Geschichten entdecken. Und wer die meisten entdeckt, da lassen wir uns wieder was einfallen. Peter, wir müssen dann selbst nochmal angucken, was wir alles hier versprochen haben, ne? So, aber ich glaube, denkt nicht zu viel. Nee, gut. Was wir versprochen haben, ist auf jeden Fall, verschenken Sie ein Fest. Das haben wir versprochen. Genau. Wir können ja mal kurz durchgehen. Wir können nur ein paar Hinweise geben. Ui. Warte mal, ich halte das jetzt mal so, dass man das... Weißt du es? Ja. Hier ist zum Beispiel die Waschtrog-Regatta, ne, an der Neiße zum zweiten Mal. Wir werden wieder kämpfen. Kommen Sie, machen Sie einfach einen Waschtrog. Wir werfen 100 Euro Zuschuss für das Material und dann geht's ab am Samstag. Dann hier, wir haben ja 500 Jahre Reformation, aber wir haben auch quasi geistliche Väter in dieser Stadt oder hier im Umland. Ne? Luther, aber Melanchthon, hier ist Zinzendorf. Das wollten wir aufs Plakat bringen. Jakob Böhme, also Jakob den Philosoph. Dann unsere Blumen. Ne? Die Blumen. Es gibt, das ist ein ganz kleines Geheimnis, jetzt natürlich nicht mehr, aber hinter der Peterskirche ist immer eine wunderbare Blumenfrau. Die bastelt kleine Kränze und so weiter, da kann man hingehen und ach, wunderbar. Also sie hat sichtlich Spaß, ne? Ja, genau, alle haben Spaß. Der Feuerwehrmann ist auch mal eine Hommage an diese Feuerwehrleute und ans DRK und alle Offiziellen, die sich immer um die Absicherung von Festivitäten kümmern. Und Frau Stetter von der Initiative Nikolaistraße haben wir auch versteckt. Ich verrate jetzt nicht mehr so viel. Ne? Wird die letzte der Horschels auch wieder dabei sein? Bitte? Die letzte der Horschels, ist die auch wieder dabei? Weil vorher ist ja bei der Eröffnung war die letzte der Horschels dabei. Genau, das ist unsere Paula, die Bertoldin. Ja. Die wird dabei sein. Auch wenn du sie immer schwierig verstehst. Ich verstehe sie, aber ich hatte letztes Jahr viel Spaß mit ihr. Das freut mich, das hoffe ich, dass ihr dieses Jahr auch wieder habt. So. Naja. Da binden wir es mal zusammen. Der Pin ist auch wieder da. Genau, und bald hängen die Plakate an den Straßen. Sehr schön. Und nicht vergessen, dieses Jahr haben wir noch eine Bundestagswahl. Auch noch, genau. Ja, noch ist das Kreuz nicht gesetzt, aber... Da, genau, hier, ach, kann man genau. Das Kreuzel machen, richtig. Genau. Und eine der erfolgreichsten Ausstellungen der Stadt Görlitz war Erfahrung DDR. Die ist auch versteckt hier drauf. Oh. Na, das werde ich nicht verraten. Im Internet, altstadtfest-görlitz.com, können Sie alles entdecken. Okay. Ja, dann sagen wir hier an der Stelle erstmal tschüss. Und kommen Sie zum Altstadtfest. Es wird viele schöne Sachen geben. Ja. Ich würde noch mal und die Blume in den Mittelpunkt rücken. Genau. Uns. Die Blumen, das Fest. Denken Sie daran, Sie haben die Chance, ein ganzes Fest zu verschenken. Und wir bitten Sie darum. Als Görlitzer, für Görlitzer, machen wir es uns nicht so schwer, sondern gehen wir 5 Tage kein Eis essen. War eine Lösung. Genau. Oder zwei Bier weniger.
In der Gaststätte. In der Lieblingsgaststätte, zwei Bier Venja. Ja, gibt verschiedene Wege, lasst uns jetzt nicht alle öffnen. Oder vielleicht nimmt man auch einfach 5 Euro und sagt, ich verschenke heute ein ganzes Fest. Und für alle, die kein Geld noch nicht verdienen, geht einfach zu ihrer Oma, fragt so, ob sie euch 5 Euro gibt und dann ist alles gut. Das ist der beste Weg. Schön. Ich danke. Ja, wir sehen uns auf dem Altstadtfest oder zum Altstadtfest. Wir sehen uns am, zum, auf, beim Altstadtfest, wie immer ihr alle sagen mögt. Ja, ich freue mich. Wir freuen uns auf Sie, aber wir sehen uns auch noch mal davor. Ganz gewiss. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dran, immer bei RTV, immer auf der gleichen Welle. Hier gibt es die lokalen Informationen für alle Görlitzer und Görlitzerinnen. Tschüss. Genau.